Für mich war es heute total spannend, einfach so aus dem Alltag rausgerissen zu werden, die Natur zu spüren und wieder diese Kleinigkeiten zu sehen und die Fülle. Und das war ein ganz, ganz schönes Gefühl und ich merke, dass ich jetzt total ruhig bin. Ich war heute Morgen gar nicht ruhig und auch die letzten Tage war ich total unruhig und auch unsicher und ich merke, ich habe heute ganz, ganz viel Kraft tanken können. Ja, ich bin ganz spontan hier zu dem Shinrin Yoku Waldbahn Workshop von der Kerstin Gehring eingeladen worden. Gerning eingeladen worden. War eine tolle Sache. Wusste gar nicht, was es vorher gab. Gibt Waldlebenbahnen. Wir alle waren schon im Wald und keiner nimmt den Wald wahr und keiner fühlt, was Wald ist. Ganz toll waren die Achtsamkeitsübungen, dass man denken, fühlen, riechen, sehen sollte, bestimmte Dinge. Und vor allem diese ganzen kleinen Storys und Achtsamkeitsübungen von der Kerstin und der Solveig haben mir sehr gut gefallen. Und auch vor allem dieses Mantra zu sagen, des bewussten Laufens, ich gehe meinen Weg. Weil das, was Kerstin so schön sagte, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen und sich ihn nicht vorschreiben lassen. Ich erzähle euch einfach mal, man fragt sich ja, was ist Shinrin-Yoku-Waldbaden? Wieso beschäftigt sich jemand mit Shinrin-Yoku-Waldbaden? Und wie kommt jemand zu Shinrin-Yoku-Waldbaden? Und jeder hat ja so seine eigene Geschichte, was für Dinge auf ihn zukommen. Und ich sage immer, es gibt keine Zufälle im Leben. Die Zufälle sind das, was uns zufällt, wenn wir in Resonanz sind. Und zwar in Resonanz mit uns selbst und in Resonanz mit dem Universum. Wir sind ein Teil der Natur, wir kommen aus der Natur und wir gehen auch wieder in die Natur ein. Und davon haben wir uns aber in unseren Zivilisationen ziemlich weit von entfernt. Wir sind relativ stark in der Linkshirnigkeit, das heißt Rationalität, Nachdenken, Reflektieren, Reden und haben den Kontakt zu unseren Sinnen, zu diesem Barfußlaufen und tatsächlich mal wieder den Boden spüren und das Gras und die unterschiedlichen Untergründe auch weitgehend verloren. Es ist ja nicht in unserer Natur, dass wir mit Schuhen rumlaufen. Das ist ja eine relativ junge Geschichte. Die Menschen waren Jäger und Sammler und sind extrem weite Strecken barfuß gelaufen, hatten ganz andere Fußsohlen als wir heute. Und es war im April, dass ich angesprochen wurde auf Shinrin-Yoku-Waldbaden von einer Frau, die ich aus Düsseldorf kenne und die sich sehr stark mit allem, was grün ist, beschäftigt. Und sie sagte, Kerstin, ich glaube, dieses Shinrin-Yoku-Waldbaden, da ist sie nämlich im Beirat des Veranstalters, das könnte was Interessantes für dich sein. Bis dahin hatte ich noch nie was von Shinrin-Yoku-Waldbaden gehört. Wieso kam sie darauf, mir das zu empfehlen? Weil ich einen ganz schlimmen Burnout hatte. Wirklich einen ganz schlimmen Burnout. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man nicht nur an seine Grenzen geht, sondern wenn man über seine Grenzen hinausgeht. Und als dann dieses Angebot kam, mach doch mal was mit Shinrin-Yoku-Waldbaden, habe ich mir das genauer angeschaut. Und es nannte sich Fortbildung zum Shinrin-Yoku-Waldbaden-Burnout-Prophylaxe-Coach. So, und habe ich gedacht, naja, das klingt ja ganz interessant, das könnte ja für mich jetzt genau das Richtige sein, eben nicht nur eine Fortbildung zu machen zum Burnout-Prophylaxe-Coach, sondern natürlich auch für mich einfach heilsame Rituale kennenzulernen, die mir im Alltag helfen, wenn man sie regelmäßig praktiziert, genau das, was ihr gesagt habt, wieder in die eigene Mitte zu kommen, seine Energiereserven wieder aufzufüllen, wieder Kraft zu gewinnen, mich wieder zu spüren, mit den Sinnen viel stärker unterwegs zu sein, Atempausen einzulegen, mich auf eine neue Dimension einzulassen, nämlich diese ganzheitliche Dimension. Wir sind Körper, Geist, Seele, Wesen. Und diese drei Dimensionen müssen wir wieder zusammenführen. Deswegen ist es eine andere Dimension und wir müssen quasi zu unserer eigenen Natur zurückkehren, weil wir uns so weit von unserer eigenen Natur entfernt haben. Und dann habe ich diesen Workshop gemacht, der über 2x3 Tage ging in Hainich. Hainich ist einer der letzten oder auch ersten Urwälder. Das ist ein Bereich, der wieder im Urwaldzustand ist. Von daher ein unglaublich spannendes Naturareal. Und in solchen Urwäldern passieren ja ganz viele Sachen. Also bestimmte Vogelarten beispielsweise können überhaupt nur nisten, wenn urwaldähnliche Konditionen da sind. Und wenn wir so viel sprechen über Waldsterben, über das Sterben von Insekten, über das Aussterben von Vögeln, hängt es damit zusammen, dass wir halt ganz viel düngen, dass wir die Wälder komplett verändern und dass wir eben diese ursprüngliche Natur kaum noch haben. So kam ich erstmal dazu, diese Fortbildung zum Shinrin-Yoku, das heißt auf Japanisch Waldbaden, Burnout-Prophylaxe-Coach zu machen.
Kennt sich irgendjemand von euch mit Bäumen aus? Kann irgendjemand von euch schätzen, wie alt dieser Baum ungefähr ist? Was würdet ihr denn vermuten? 400? 200? Also wir haben jetzt 200, 400 und 500. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen, aber auf jeden Fall kann ich euch eine Sache sagen. Das ist eine Eiche. Und das Faszinierende an dieser Eiche ist, dass die Eiche mal so groß war. Und es ist etwas, was mich an Bäumen total fasziniert. Das Potenzial, was in so einer kleinen Eiche drin steckt. Mal gucken, ob hier unten noch irgendwo eine liegt, noch nicht ganz verrottet. Die ist schon ziemlich verrottet, aber so groß war dieser Baum oder so klein war dieser Baum mal. Und der hat ja relativ lange gebraucht, um zu so einem großen, stattlichen Baum zu werden. Und was das Faszinierende ist, der hat sich nicht angestrengt, um so eine große, stabile Eiche zu werden, sondern der ist total organisch gewachsen. Ring um Ring um Ring. Und wenn jemand jetzt das exakte Alter dieser Eiche nennen wollte, würde er wahrscheinlich die Eiche fällen und anhand der Ringe genau sagen können, wie alt sie ist. Es gibt sicherlich auch noch andere Methoden, um das bestimmen zu können. Und in dieser Eiche steckt wahnsinnig viel Kraft drin. Peter Wohlleben ist ein großer Baumforscher und er hat ein tolles Buch geschrieben über das geheime Leben der Bäume. Und er weiß, dass dieser Baum mit den umstehenden Bäumen über seine Wurzeln kommuniziert. Also es gibt Bäume, die, wenn sie abgeschnitten sind, eigentlich nicht mehr weiter wachsen könnten, weil diese Chlorophyllumwandlung nicht mehr funktioniert. Sie wachsen aber erstaunlicherweise trotzdem weiter, weil die anderen Bäume ringsherum über die Wurzeln anfangen, diesen Baum zu ernähren. Das ist total faszinierend, was da passiert. Und für mich ist die Walnuss, der Walnussbaum, etwas so Besonderes. Da drüben steht übrigens einer hinter Peter. Wenn ihr da hinschaut, da wächst gerade ein Walnussbaum. Und es könnte durchaus sein, dass diese Walnuss, die da gerade wächst, dass die von einem Eichhörnchen, von meinem Walnussbaum auf dem Grundstück hierher transportiert worden ist. Und was mir im Coaching ein so großes Anliegen ist, ist, dass jeder meiner Coaching-Klienten so organisch wächst wie so ein Baum. Und organisch wachsen heißt, im Rhythmus seines Atems und im Rhythmus seines Herzschlags zu wachsen. Und wer das macht, der kann keinen Burnout bekommen. Das heißt, ganz stimmt es nicht. Es kommt noch eine weitere Sache hinzu. Ein Burnout hat meistens nichts damit zu tun, dass wir viel arbeiten. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir zu viel arbeiten. Wenn wir nicht mehr erfüllt sind von dem, was wir tun, erst dann ist die Gefahr riesengroß, dass wir einen Burnout bekommen. Wenn wir uns sozusagen extrinsisch motiviert oder auch angepeitscht antreiben müssen und es nicht intrinsisch von uns herauskommt, dann ist die Gefahr eines Burnouts unglaublich groß. Und wozu ich euch einladen möchte, dass ihr, und jeder Baum ist ja einzigartig, das ist ja auch faszinierend, wenn ihr hier rumguckt, da stehen ja überall Eichen. Überall stehen hier Eichen. Überall, da steht noch so eine große, alte, tolle Eiche. Und kein einziger Baum gleich dem anderen, kein einziger. Wenn ihr euch die Äste anschaut, total individuell. Und so ist es mit uns auch. Jeder hat seinen ganz individuellen Fingerabdruck. Und jede Schneeflocke ist einzigartig, jeder Mensch ist einzigartig, jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Und wozu ich euch einladen möchte, ist, geht euren eigenen Weg. Euren ganz eigenen Weg von innen. Lasst euch von niemandem sagen, was vermeintlich für euch gut ist. Lasst euch von niemandem Angst machen. Vertraut euch selber, dem, was in euch ist an Potenzial. Und alle Menschen, jeder Mensch von uns ist mit einem unglaublichen, mit einem gewaltigen Potenzial auf diese Welt gekommen. Und leider haben wir Systeme, die diese Potenzialentfaltung nicht unbedingt fördern, sondern teilweise sogar kaputt machen. Und ich selber darf das sagen, weil ich Lehrerin war. Ich war Lehrerin im Gymnasium in meiner ersten Ausbildung. Ich war lange Zeit Hochschuldozentin. Und es sind alles Systeme, die sich, wenn man nicht großes Glück hat, in einer Waldorfschule zu sein oder in einer anthroposophischen Schule, nicht am Potenzial von Menschen orientiert sind, sondern die Menschen in ein System hineindrücken, pressen, zwingen, was ganz viel an Kreativität und Neugier zerstört. Und ich hatte das große Glück, auf einer sehr, sehr schönen Grundschule gewesen sein, im evangelischen Johannesstift
in Berlin-Spandau, was extrem künstlerisch war, wo ich freiwillig morgens um 7 schon war, um in einer Musikgruppe teilzunehmen und Xylophon zu spielen, wo ich nachmittags um 4 noch freiwillig war, weil ich getöpfert habe. Das waren alles Dinge, die mein Herz erfreut haben, mir Freude gemacht haben. Und es war für mich der Riesenschock, als ich aufs Gymnasium gekommen bin und plötzlich nur noch mein linkes Hirn angesprochen wurde. Ich habe dann Kunstleistungskurs gewählt. Das war mit das Fach, was ich am meisten mochte. Ich war auch keine sonderlich gute Schülerin. Ich war auch nicht schlecht, aber wenn die Lehrer mich nicht angesprochen haben auf einer ganz persönlichen, menschlichen, seelischen Ebene, war mir das egal. Dann habe ich lieber selber gelesen und Sachen für mich gemacht. Und was ganz Schlimmes an den Schulsystemen ist, dass wir mit einem Rotstift korrigieren. Stellt euch mal vor, wir hätten eine Schule, wo wir mit einem Grünstift alles anstreichen würden, was richtig ist. Was für ein anderes Gefühl wäre das für Menschen, wenn sie auf die Welt kommen und sie sind 95% richtig und nur 5% falsch. Und deswegen konzentriert euch auf eure Stärken. Das ist all das, was euch leicht fällt, und entfaltet das. Und damit ihr das mitnehmt, laden wir euch jetzt ein, dass jeder von euch mal entweder mal 5 Minuten, und wir stellen die Uhr, damit ihr mal seht, wie lange 5 Minuten sind, den Baum entweder mit der Hand anfasst oder auch mit beiden Händen anfasst oder auch einfach mal die Wange dran legt, oder ihr könnt den Baum auch umarmen, was euch da am liebsten ist. Es stehen ja hier genügend Bäume rum, und so ganz alte Bäume gibt es eben hier 2, aber es gibt ja noch viele kleine. Sucht euch einen aus und dann nach 5 Minuten könnt ihr mal schauen, wie ihr aufgetankt seid. Das ist Waldbaden vom Baum, den ihr euch ausgewählt habt. Also, die Uhr läuft. Das Waldbaden mit Solveig und mit Kerstin hat mir sehr gut gefallen. Das war so ein kleines Abtauchen vom Alltag, rauskommen, abschalten, einfach die ganze Woche hinter mir lassen, runterkommen, nur mit der Natur im Einklang. Tolle Erlebnisse, tolle Eindrücke, die Schwäne, die auf uns zugekommen sind, Wahnsinn, toll. Ich hatte keine großen Erwartungen, aber es hat mich total beeindruckt, weil die Natur gibt uns so viel. Und wenn ich ganz still bin, dann kriege ich durch meine 5 Sinne so viel Input, was mich auch dazu verleitet oder mich dazu bringt, total in mir zu ruhen. Und das ist eine total tolle Erfahrung und ich kann es nur empfehlen. Shinrin-Yoku Waldbaden ist wirklich förmlich im Wald baden, und zwar mit allen Sinnen und allem, was da ist. Und man badet in der totalen Fülle, das mit sehr reichhaltigen eigenen Erlebnissen, viel, viel Natur, vielen Perlen, Achtsamkeitsübungen, die einen in die Tiefe führen. Das ist der Workshop mit Solveig und Kerstin heute gewesen. Sehr empfehlenswert. Danke.